Tag, ihr Menschen. Hier ist der Tape-Worshipper. Und heute verlassen wir mal das Gebiet des Extremmittels. Ich werde heute mal damit beginnen, so ein Genre zu beackern, aus dem mir so ungefähr so 5, 6 Alben richtig, richtig gut gefallen. Das sind jetzt nicht sehr viele. Aber die mir gefallen, die gefallen mir richtig gut. Das ist so, so Post-Punk, Cold Wave, Gothic Rock. Keine Ahnung, wie man das genau verifiziert. Ich werde da genau 4 Kassetten vorstellen, weil ich ja nicht mehr aus der Richtung habe. Aber die mag ich halt sehr. Zum Beispiel Beyond the Pale von Marky Moon habe ich nur auf Platte. Die gibt es, glaube ich, auch gar nicht auf CD und Kassette. Und dann gibt es noch die Mother Blood von Crave Pleasures. Die gibt es, glaube ich, auch nicht auf Kassette. Aber das ist so eine Platte, die gefällt mir richtig, richtig gut. Die ist richtig cool, obwohl sie auch schon so ein bisschen lebendiger und gut produziert ist und eigentlich nicht so kalt und verlassen und horrormäßig ist. Aber sie hat gute Songs und kommt aus der Richtung und ist cool und... So, dann beginnen wir heute mal mit den Schweden in Solitude. Und zwar haben die mir so eigentlich nie gefallen. Die haben irgendwann mit dem Debüt haben sie angefangen, so eine Art Merciful Fate Metal zu machen. Da waren die Gitarren cool, da war der Gesang auch schon angelehnt an King Diamond, allerdings nicht so facettenreich, also dass er so hoch geht und irgendwelche Theaterstücke da intoniert. Irgendwann kamen sie dann halt auf Tour mit Beast Milk und da habe ich mich dann intensiver ein bisschen versucht, mit denen auseinanderzusetzen, mit In Solitude, und habe mir so ein paar Songs auf YouTube angehört. Und ich fand's schrecklich. Der Gesang ging mir auf die Nüsse. Ich habe gedacht, boah, der singt ja schief und schepp. Und das ist ja ekelhaft. Und da war ich auch im Konzert. Beast Milk habe ich abgefeiert. Und ich habe das Konzert genossen. Es war einer meiner geilsten Konzerte überhaupt. Es war ein richtig cooler Abend. Und dann waren In Solitude waren Headliner. Und ich habe sie mir angeguckt und habe dann gedacht, nee, das ist Musik, mit der kannst du niemals, nie irgendwas anfangen. Und dann kommt irgendwann das Death Forever und bringt so eine Liste raus mit den aktuell besten Alben der letzten 5 Jahre oder so. Keine Ahnung mehr, was das genau war, die man unbedingt mal allen anhören muss. Und da waren auch In Solitude dabei, und zwar mit Sister. Und da ich solche Listen gerne zum Anlass nehme, so übersehene Alben oder Alben, die mir beim ersten Hören nicht so gefallen haben, mal wieder erneut unter die Lupe zu nehmen, habe ich mir auch die Sister von In Solitude wieder angehört, und die gefiel mir am Anfang dann schon recht gut, aber die lief dann immer öfters und die gefiel mir immer besser. Bis sie dann schließlich fester Bestandteil meiner Rotation war sozusagen und mittlerweile sogar zu meinen liebsten Alben überhaupt gehört. Also gehört schon in die Top 100. Das Teil hat coole Horror-Vibes. So. Erinnert mich immer so, ich habe so einen Comic aus den 90ern, wo zum Beispiel der Rabe von Edgar Allan Poe drin ist oder The House of Usher. Das ist so der Vibe, der bei diesem Album für mich rüberkommt. Erinnert stellenweise auch so ein bisschen an Danzig. Und wer sich noch an die Band Heroes del Silencio erinnert, die hatten mal einen Hit in den 90ern. So ungefähr ist diese Richtung. Aber ist halt auch schon so ein bisschen mehr im Metal verhaftet. Also man hört auch so ein bisschen Maiden raus und solche Sachen. Zur Kassette. Die dauert, beziehungsweise das Album dauert 46 Minuten 3 Sekunden. Das ist von 2013. Die erste Seite, die hat ein bisschen Unterlänge. Da muss man 4 Minuten vorspulen, bis die zweite Seite anfängt. Aber die zweite Seite ist halt vom Band her voll ausgeschöpft und auch gut geschnitten. Das Band ist nicht das Beste, würde ich sagen. Also es ist nicht das beste Material. Der Sound ist so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten. Also ich habe ja auch die LP und die CD und die klingen auf jeden Fall viel besser. Also hörbar, spürbar besser. Obwohl man hier hört man auch alles schön raus, den Bass hört man schön raus. Also man kann schon die Instrumente gut verordnen, ist auch super produziert. Und keine Frage, die Kassette macht auch Spaß. Also ist jetzt kein Grund hier irgendwie zu sagen, wenn man die Kassette für wenig Geld irgendwo sieht, nee, die soll ja scheiße klingen, nee, holst du euch. Die macht schon Spaß. Aber es ist mir halt aufgefallen, dass es hier hörbar schwächere Soundqualität auf Kassette gibt. So, dann wären wir jetzt bei der Gesamtwertung. Das wären 7,7
von 10. Aber wisst ihr, ich bewerte ganz seltsam und von daher gefühlt auf jeden Fall mehr, gehört auch zu meinen Top 100 liebsten Alben auf jeden Fall und ich mag es sehr. Also ja, auf die Wertung könnt ihr eigentlich mal scheißen. Aber das habe ich ja schon öfters gesagt. Ich könnte es auch erklären, aber das wäre so ein Nerdgespräch. Das kann ich keinem zumuten. Das ist ja individueller Wahnsinn, um es mal so auszudrücken. Was haften bleiben sollte, ist, der Tape Worshipper mag die Sister von In Solitude richtig, richtig gerne. Und das passiert jetzt auch nicht so oft, dass er etwas richtig, richtig gerne mag. Ich mag vieles gerne. Ich mag auch vieles, aber ich mag auch vieles richtig gerne. Aber so richtig, richtig gerne, das ist selten.